Nach 1989 waren Landkarten nicht mehr in Vogue. Die Grenzen sollten für Menschen, Ideen, Güter und Kapital geöffnet werden. Anstelle von Karten traten damals Grafiken, die die ökonomische Verflechtung Europas, aber auch der Welt verdeutlichen und herausstellen sollten. Bis heute hat ein ideologischer Gedankenwechsel stattgefunden. Herrschte früher noch Optimismus in Bezug auf die europäische Integration vor. So herrscht heute Unsicherheit aufgrund von Migration und der Rückkehr der Geopolitik bei Politikern, aber auch bei der Bevölkerung in Europa. Ivan Krastev untersucht die Ursachen für den Wandel und die Folgen und Formen möglicher Desintegration Europas, und es geht somit um das Buch Europadämmerung, ein Essay von Ivan Krastev, den ich ja gerade schon erwähnt hatte. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Kurz zu Ivan Krastev. Ivan Krastev wurde 1965 geboren im bulgarischen Lukovit, ist Vorsitzender des Center for Liberal Strategies in Sofia, ist Permanent Fellow am Institut für Wissenschaft vom Menschen in Wien und schreibt seit 2015 regelmäßig Analysen für die New York Times. Komme ich jetzt kurz zum Inhalt des Buches. Das Buch ist in zwei große Teile aufgeteilt. Einmal in den Teil Wir, die Europäer versus Sie, das Volk. Der erste Teil nimmt die Analyse der europäischen Migrationskrise sowie deren Auswirkungen auf die politische Sprache und Lager und weiterhin die Menschenrechte ein und zeigt dabei die Hintergründe der osteuropäischen Weigerung auf. Vor allem auch Osteuropa ist ein Schwerpunkt in diesem Buch. Der zweite Teil nimmt das Volk in den Blick und analysiert sozusagen die Sicht des Volkes, der Osteuropäer und seiner Beziehungen in den Fokus und der Blick der Osteuropäer oder die Beziehungen der Osteuropäer und Osteuropas zur EU. Ivan Krastev stellt dabei fest, dass zwar viele Integrationstheorien zur Europäischen Union existieren, jedoch keine Desintegrationstheorien. Das hat laut Krastev drei Gründe. Zum einen begnügten sich die europäischen Politiker und die europäischen Eliten damit, den Zerfall der Europäischen Union bzw. der europäischen Gemeinschaften undenkbar zu machen. Ein zweiter Grund ist sozusagen für das Fehlen von Desintegrationstheorien einer Definition von Desintegration, die sich von Reformen bzw. von einem Umbau der Europäischen Union unterscheidet. Und ein dritter Grund ist sozusagen, dass Europa heute so stark integriert ist wie nie zuvor und dass trotz einer Lähmung von Politik und Gesellschaft mit Angst vor der Desintegration. Die geopolitische Begründung Europas, der Europäischen Gemeinschaften, der EU, so Krastev, sei mit dem Zerfall der Sowjetunion hinfällig, und die postmoderne Ordnung Europas sei derart fortgeschritten und speziell an die eigene Umwelt angepasst, dass andere ihr nicht mehr folgen können, andere Staaten, andere Organisationen etc., so hatte ich es verstanden. Und Ivan Krastev stellt sozusagen auch die These, sage ich jetzt mal, auf, dass ein Zusammenbruch der EU die unbeabsichtigte Folge einer Reihe von Funktionsstörungen sei, verbunden mit der Fehlinterpretation dieser Dynamiken der nationalen Eliten. Der Zusammenbruch käme nicht vom und der Zusammenbruch würde sozusagen immer mehr sich selbst beschleunigen sozusagen, und käme dieser Zusammenbruch käme nicht sozusagen durch die Fluktuation und das Wegtreiben sozusagen der
Staaten an in der Peripherie der Europäischen Union, sondern durch die Rebellion des Zentrums, also zum Beispiel des deutsch-französischen Motors, also Deutschland und Frankreich. Und genau, gleichzeitig stellt Ivan Kaster fest, dass die Demokratie für viele Menschen ein Kürzel für die politische Ohnmacht in Europa sei. Also die, genau das, ja, um die sozusagen die Auswirkungen der Unzufriedenheit der Bürger mit der Demokratie zu begreifen, muss man drei Paradoxien begreifen, Es gäbe einmal zum ersten das mitteleuropäische Paradoxon, das der Frage nachgeht, warum proeuropäische Bürger bereit sind, europafeindliche, populistische Parteien zu wählen. Ein zweites Paradoxon ist das westeuropäische Paradoxon mit der Frage, warum die Mobilisierung der liberalen und jungen Generation nicht zu einer Entstehung einer paneuropäischen Bewegung geführt hat. Und das Brüsseler Paradoxon ist, warum als Europäer über die Brüsseler Eliten verärgert sind, wenn diese doch zu den meritokratischsten Eliten gehören, also sozusagen zu den leistungsorientiertesten Eliten gehören. Also jetzt nicht Finanzeliten, sondern oder Wirtschaftseliten, sondern wirklich Leistungseliten. Das kann ich nochmal eine genauere, kurze Definition kann ich ja hier irgendwo nochmal einblenden. Komme ich jetzt zum Fazit des Buches. Das Buch ist ein sehr spannendes Buch über Europa mit teils sehr kontroversen Thesen. Es ist gut und strukturiert, spannend geschrieben, gut lesbar, man kann die Gedanken gut nachvollziehen. Und es ist oftmals für mich zumindest spannend, was da es für mich teilweise eine unbekannte Sichtweise auf Europa gezeigt hat und dargestellt hat. Nicht nur oftmals, sondern es war eine neue Sichtweise, nämlich die Sichtweise eines mittelosteuropäischen oder eines osteuropäischen Autors, der sozusagen so diese osteuropäische Perspektive auf Europa gebracht hat und die ich selber so nie groß hatte, sage ich jetzt mal. Und das war wirklich wirklich neu, so einen anderen Blick auf die EU zu erfahren, auch zu bekommen, auch warum sich jetzt zum Beispiel die Visegrad-Staaten, es war auch spannend sozusagen, warum zum Beispiel sich die Visegrad-Gruppe, die sich ja im Kontext der Flüchtlingskrise gegründet hat, also die ganzen osteuropäischen Staaten, Polen, Ungarn etc., warum die sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Ja, das soll es jetzt auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Freitag, einen schönen Start ins Wochenende, in die neue Woche. Wir sehen uns nächste Woche Freitag wieder. Ich würde mich über einen Kommentar, über ein Abo, über eine Bewertung freuen. Und sage Tschüss, bis dann. Haut rein, macht's gut und wir sehen uns. Ciao.